Okay, warte. Was soll ich denn tun? Was denn? Oh Gott! Oh, ich muss einfach auf die Tasten warten, okay. Ich weiß nicht. Ja. Okay. Alles klar, ich muss warten, glaube ich. Killer Billy, du bist ziemlich hässlich und scheiße. Was machst du mit deinen Haaren? Hör auf! Töte mich lieber! Töte mich lieber. Oh, guck mal, da ist jetzt einer tot. Wie traurig das ist. Stimmt, dein Kopf ist da voll drinne. Oh, irgendwie ist das schon lustig, ne? Das ist mega lustig, wie er auch seinen Kopf in seiner Hand steckt. Oh, zu spät angegriffen. Fuck. Ist ja kein Problem, wir haben noch ein paar Lollis. Und wir haben noch eine Hand, die uns angrapschen will. Sehr lustig eigentlich gerade, ja. Welchen? Ach so, oh. Ah, ich kann ihn so angreifen, okay. Oh Gott, nein. Machen wir bitte irgendwas Cooles, womit ich dich angreifen kann. Lass mich jetzt an. Kann ich nicht, ich kann dann irgendwie nicht ausweichen. Okay. Also, wo kann ich denn angreifen? Ich, warte mal. Kann ich ihn denn angreifen? Da. Okay, okay, ich muss... Entschuldigung, ich dachte, ich muss die ganze Zeit irgendwie warten. Ich schieße, ich schieße, ich schieße. Ich weiß nicht, wohin genau. Okay, ausweichen. Ah, oh, habe ich gemacht. Ausweichen. Oh, geht nicht. Wohin soll ich denn schießen? Ich weiß es nicht so genau. In sein Gesicht? In seine Haare? Anscheinend schon, ja. Okay, pass auf, schieß. Nicht schießen. Ja, ich weiß, ich muss... Entschuldigung, ich muss ihn erstmal verstehen. Ich weiß es nämlich nicht so genau. Wo ich überhaupt hinschießen soll. In seine Hand? Oder einfach in sein Gesicht? Weiß ich nicht. Ich kann da irgendwie nicht ausweichen. Ja, ich weiß, ausweichen. Aber ich muss erstmal irgendwie gucken, wie ich, wo ich hinschießen kann, weil ich habe keine Zeit, um irgendwie... Ah, einfach in sein Gesicht. Okay. Er hat seine Brille verloren. Okay, ausweichen. Ich kann nicht ausweichen. Das ist immer traurig. Schieß es auch mal auf die ganze Zeit auf sein Gesicht. Das geht aber gerade nicht, weil er nämlich was macht. Er hat noch auf jeden Fall seine Brille verloren. Das ist schon mal was Gutes. Schieß ihm die ganze Zeit in sein Gesicht. Das kann er nicht. Soll ich den hinschießen? Warte, wo kann ich denn hinschießen? Hör auf mich anzutatschen. Hör auf mich anzutatschen. Mag ich nicht. Ich muss, glaube ich, ganz schnell jetzt in sein Gesicht schießen. Ja, ganz schnell in sein Gesicht schießen. Ich kann da nicht ausweichen, Mann. Ich habe irgendwie nichts zum Angreifen. Ich habe nichts. Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Ich benutze mein Lolli. Da oben kommen welche. Gibt ihr mir irgendwie was zum Angreifen oder so? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Das weiß ich nicht. Ich greife ihn jetzt einfach an, sein Gesicht und so. Das ist voll die Scheiße hier gerade. Ich weiß nicht, wie ich ihn da... Nein! Mach, man macht das nicht, das ist traurig. Ich weiß nicht, was ich denn machen soll. Ich kann da nicht ausweichen, ich kann nichts. Achso, ich kann hier ausweichen. Ach, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ach, ich bin so blöd manchmal, ne? Was machst du? Nein, ich möchte da hinschießen, bitte. Ja. Ich treffe ihn, das ist gut. Oh, ah, das war zu langsam. Ich habe nichts zum Angreifen. Muss ich nämlich so machen? Nee, doch nicht. Hä? Hä? Wartet. Wartet, was? Ja, 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 mach ich doch. Es ist so komisch. Manchmal reagiert er, manchmal nicht. Ich weiß... Hä? Ah, okay. Ah, okay. Ich verstehe es trotzdem nicht so ganz. Die macht das nicht immer, deswegen. Das ist ganz komisch. Kannst du nicht so genau sagen, wie man... Ja, Leute, meine Stimme wurde mal wieder nicht aufgenommen. Das ist nämlich noch die Aufnahme, wo ich mein altes Mikrofon hatte. Das nehme ich gerade mit dem neuen auf. Ich weiß nicht, ob das gerade passt mit dem Sound und der Lautstärke und alles. Ich hoffe mal schon, das wäre auf jeden Fall ganz toll. Wir sind hier gerade auf jeden Fall noch bei dem Kampf gegen Killer Billy. Ich muss auch sagen, dass ich gleich was schneiden werde, denn ich habe gleich eben schon in der nächsten Form gegen ihn gekämpft. Dort bin ich aber gestorben. Und ich muss dann von vorne nochmal gegen ihn kämpfen. So. Und weil meine Stimme ja nicht aufgenommen wurde, werde ich einfach das nochmal neu aufnehmen und dann halt mit meiner originalen Stimme, wie es da auch klingt. Wir sind auf jeden Fall gerade verschluckt worden und werden ausgespuckt.
Bis gleich. So, Leute, jetzt geht's los. Ich habe hier ihn jetzt ein bisschen wieder geschwächt. Ich musste ihn wieder von vorne angreifen. Und ja, ich wäre auch richtig glücklich, wenn ich diesen Typen töte. Ich habe schon eben davor gegen ihn gekämpft. Und ich muss sagen, der Kampf ist, sage ich mal, komisch. Sehr komisch. Ich weiß nicht. Ich glaube, auf jeden Fall, guckt euch das an. Was ist denn das? Da hat er seine scheiß Zunge rausgehangen, Dings tun. Wartet mal, wartet. Ich fühlte mich bombardiert von dem Sound. Ja, steh auf. Und greif an. Jetzt, kommt das Beste an dem Spiel. Nee, doch noch nicht. Weil der holt Autos, ja? Der holt fucking Autos. Ich weiß nicht. Der mag, glaube ich, Autos. Oh, pass auf. Der mag fucking Autos wirklich jetzt. Er hat irgendwie ein komisches Problem mit Autos. Aber der möchte mich auf jeden Fall mit den töten. Und holt seine Scheißzunge auch noch. Und dann, keine Ahnung, es ist so ein richtig komischer Kampf. Ich kann es euch nicht erklären. Und dann macht er so eine Scheiß. Auf jeden Fall läuft es schon besser als eben, wo ich das nochmal gespielt habe. Das heißt, vielleicht wird es jetzt klappen. Okay, die sollten mich nicht angreifen. Oh Gott, die scheiß Explosionsdinger. Oh, ich hasse die so. Oh, es hätte mich auch noch erwischt. Komm mal her, die Kamera. Jetzt holt er ein Auto. Ich habe es mit mir getroffen. Das Gesicht oben rechts, links. Nee, rechts, das ist rechts. Schaut es sich an, das ist cool. Oh, Autos. Oh Gott. Okay, jetzt auf. Oh, diese scheiß Autos. Die sind so doof. Ich mag die nicht. Die sind, machen weniger viel Schaden. Und da kommt doch irgendwie gleich... Ahaha. Alter, zum Glück bin ich rübergesprungen. Ich wollte ihn eigentlich angreifen, aber okay. Autos, die mich halt... Oh Gott, das werde ich gar nicht machen. Mich richtig so verfolgen. Das ist richtig scheiße. So, du wirst auch noch sterben. Oh ja, XXX. Oh, das hat mich gerade glücklich gemacht, dass ich es wieder machen konnte. Ich mache gleich Bucket Hunting Time. Oh, hi. Ja, was ist denn? Bitte mach einfach deine Pfoten runter. Und das ist angreifen. Greif an, greif an, greif an, greif an. Vielleicht machst du mehr Schaden, ich weiß es nicht. Die Musik im Hintergrund, Alter. Oh fuck, ich hab's nicht geschafft. Ich sollte mal mich heilen. Ich sollte mich sowas von heilen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kommt so ein scheiß Auto, Mann. Guck dir das an, der spielt mit einem fucking Auto. Ist er denn irgendwie behindert oder so? Jetzt folgt mir das Auto, glaube ich. Oder ist es die Sache gewesen? Ja, das Auto folgt mir, verdammt. Alter, ist das behindert. Und es explodiert doch gleich. Ganz kurz, Entschuldigung, ich muss gucken, ob meine Stimme noch aufgenommen wird, weil irgendwie habe ich manchmal trotzdem noch das Problem mit dem neuen Mikrofon. Ich weiß nicht, ich glaube, es liegt an meinem Aufnahmeprogramm. Es explodiert gleich, Auto. Würdest du bitte aus meiner Bahn gehen? Vielen Dank. Was soll ich hier eigentlich jetzt tun? Auf dich warten, mein lieber Killer Billy. Er hat mich irgendwie auch viel zu oft dabei erwischt, wenn er so seine Hand nach unten geworfen hat. Oh nein, kein Auto. Also ich dachte, kann ich ihn treffen? Ich kann ihn treffen von hier unten. Sehr schön. Und die mich leider auch. Nein, Autos. Okay, warte. Autos, Autos. Nein, 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 nein. Oh Gott, was macht er denn da? La, 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 la. Wollte ich nicht machen, aber okay. Schön angreifen, ist schön so. Leute, 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 ich bin alle ein bisschen gerade rum. Leute, 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 Vorsicht, ich bin auch noch hier. Warte, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich das hier drücke? Falsche Taste, ich meine das hier. Nein, ist das dein Ernst? Wieso bekomme ich nie was? Kann ich mein Ernst sein? Sparkle Hunting. Dankeschön. Und die Köpfe fliegen einfach so runter. Das mag ich gerne. Ich hoffe übrigens, dass sich das jetzt diese Scheiße anhört mit dem neuen Mikrofon. Da würde ich jetzt... Wow, wow, kriege ich dafür kein Sparkle Hunting. Ein Sparkle Hunting. Komm her, mein Lieber. Oh Gott, da fliegt mich an. Oh mein Gott. Pass auf. Oh Mann, oh. Ich soll hier nicht stehen bleiben, ehrlich gesagt. Nicht mal viel, nicht mal viel. Pass auf, da kommt ein Auto. Noch ein bisschen angreifen. Und ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Muss ja nur noch absorbiert werden. Absorbiert. Okay, warte, wir kriegen das hin. Oh nein, 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 nein. Leute, 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 warte, warte, warte. Ich brauche Leben. Und dadurch. Kein Sparkle Hunting. Was ist da los bei euch? Was ist da? Dankeschön. Ich wollte schon sagen, ich möchte bitte Sparkle Hunting haben. Es bin ich traurig. Mein Herz schlägt schnell. Wieso? Was ist hier los? Abfertigen würde ich dich eigentlich gerne. Irgendwie kann das Auto nicht so oft, dass mich verfolgt irgendwie. Das war komisch. Oh Gott. Nein, 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 nicht explodieren. Bitte alles, aber nicht das. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich wurde getroffen.
Ich habe alles geschafft. Bitte, Mister, komm her. Oh Gott, oh Gott. Ah. Jetzt muss ich hier immer so lang. Das, ich brauche das mal Jahre, bis ich das verstanden habe, dass ich irgendwas machen muss. Okay, alles klar. Zum Glück ist das hier jetzt in Zeitlupe. Zum Glück. Sonst werde ich auch sterben. Da bin ich gestorben übrigens. Ja. Oh Gott, ich dachte, ich sterbe jetzt auch schon wieder, weil musste ich alles von vorne machen. Juliet, can you hear me? Listen carefully, as our connection is tenuous. You must do as I say. Okay. You're making good progress. A path will open for you if you move ahead, through his mouth and into his body. Well, I'm pretty good at keeping guys out of my body. Never tried getting inside of someone else's. Dad did what he did because he trusted you. Show him he was right to believe in you. Okay, Nick. Let's get this over with. Ist es deren Ernst? Wir sind jetzt auf jeden Fall im Körper von Killer Billy. War das gerade unser Dad oder war das dieser Sensei? Habe ich keine Ahnung von. Habe ich irgendwie so ganz gehört. Auf jeden Fall, was machen wir hier kaputt? Hoffe ich, dass mein Vater noch lebt oder ihr Vater. Ich würde mich sonst irgendwie voll traurig machen, weil das irgendwie doch schon ziemlich emotional war, die Stelle gerade. Muss ich ehrlich zugeben. Und ich weiß, unser Daddy kann uns auf jeden Fall vertrauen. Und wem auch. Wir bringen es zu Ende. Alter, Entschuldigung, aber what the fuck? Ich... Oh mein Gott. Daran habe ich... Ich habe... Alter, wie gemein war das denn gerade? Entschuldigung, ich habe da gerade überhaupt nicht drauf geachtet. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Okay, Leute. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe X geklickt. Wollt ihr mich verarschen? Hallo? Alter, wie schnell soll ich denn reagieren? Also ich mach das schon schnell, aber... Okay.
Okay, somit muss ich jetzt nicht sterben. Wie oft wird das wohl jetzt noch kommen, das frage ich mich gerade. Hallo, ich habe das gedrückt. Wollen die mich... Ich drehe gerade schon wieder durch, aber wir bleiben ganz ruhig, denn ich drücke genau die Tasten, was sie auch von mir wollen. Eben was Dreieck und das habe ich gedrückt, liebe Leute. Aber ist ja kein Grund, um durchzudrehen, ne? Danke. Geht doch. Juliet, are you there? Sensei? That's his core. Listen carefully. This is your final lesson. Killer Billy is a mountain of tainted flesh, held together by evil spirits. You have to send a signal from its core, commanding it to self-destruct. Once the body is destroyed, all of the captured souls will be sent back to Rotten World. Take control of his core and make him destroy himself. How? By detonating a Nick bomb. A what? Like you have throughout this battle, you must connect Nick's head to Swan's body. But what will happen to Nick? I am so sorry, as Nick would die. But perhaps... Sensei? I can't hear you! You were right all along, Juliet. There's a reason I'm here. There's a plan greater than all of us. But it's time to say goodbye. Put me there and make the bomb. What? You need to put me on Swan's body. It's the only way to stop him. Nick, no! He said you'll die! Juliet, it's okay. I feel strong for the first time in my life. I feel lucky to have been on this journey with you and your family. I feel like a zombie hunter. I can't, Nick. I don't want to be without you. I know, baby. But sometimes there are more important things than what we want in life. I love you too, baby, more than anything. Wir haben ein A, aber ob ich damit zufrieden bin, weiß ich nicht. Einfach weil Nick jetzt und unser Dad gestorben sind. Also ich denke mal, es sah auf jeden Fall so aus. Wir gucken mal, was jetzt passiert. Yay, dass das ganze Spiel abgeschlossen war, ja irgendwie klar, dass das der Endboss ist. Level 6 ist jetzt im Rangmodus verfügbar. Wie schön. Meisterfamiliejägerin, das freut mich doch. Yay. Sieht man noch irgendwas? Bestimmt, ne? Muss ja noch irgendwas geben am Ende. Denke ich mal. Nick! Nick! Yes, son. Because of your honor and sacrifice,
The mad feast has come to an end. You have truly been a hero. The glorious ones have chosen to bless you with a reward. But unfortunately, in the shuffling of this death and that death, this body and that, there was a small mix-up. A mix-up? I will be watching you from above. So please, in my memory, have Juliet do plenty of cartwheels while wearing those little white panties with the teddy bears. Juliet? Nick! Juliet! The mix-up. I've got Morikawa's body. Well, what the hell, I guess. Hey, face suckers! Up here! Daddy, you're okay! Yep, think I lost a testy in the blast, but what the hell? You only need one. Looking great, sir! We best hurry. Your mama's gonna be worried. Daddy, don't you think you should go to the hospital? Not necessary. I used a staple gun up there to put the old stroke back together again. I'm a new man! That's completely horrifying. You know what? This has really been the best birthday ever. Kam sah und vermöbelte ihn. Haha. Cool, ich würde mal sagen, das war's mit dem Spiel. Sorry, aber wie jetzt der kleine Nick da aussieht mit diesem Körper, das ist echt schon lustig. Aber zum Glück sind die nicht gestorben. Also, das hätte ich sonst nämlich ziemlich schlimm gefunden für dieses Spiel. Jetzt allgemein einfach, weil es wegen diesem Humor und so wäre das irgendwie echt schlimm gewesen, wenn die gestorben wären. Aber ich finde es lustig, dass er jetzt den Körper von diesem Sensei hat. Ich weiß immer noch nicht seinen Namen so richtig. Aber ja, es war mal irgendwie ein total anderes Spiel. Es ist irgendwie wirklich total anders als die Spiele, die man sonst so kennt. Ne? Also ich kenne irgendwie sonst kein Spiel, das so ähnlich ist. Also Glitzer, Zombies, Kettensägen, Blut und oh, keine Ahnung. Ist schon richtig krass auf jeden Fall. Und laufen die jetzt die ganze Zeit irgendwie, finden sie das... zu Hause? Weiß ich nicht. Oh, das ist zwar kaputt, ich weiß nicht, wer das aufräumt. Ich auf jeden Fall nicht. Da oben fehlt übrigens noch einer, damit das perfekt ist, diese Festsammlung. Ich kann nicht reden. Ja, sonst weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Irgendwie ziemlich kurz das Spiel, ne? Das war irgendwie 19 Parts waren das, glaube ich. Das reicht irgendwie noch nicht. Ich hätte... Mann, gibt es vielleicht irgendwie mal einen zweiten Teil dazu oder so? Den würde ich mir, glaube ich, sogar holen, wenn dann auf jeden Fall die Steuerung und alles so besser wäre. Weil das war richtig, richtig nervig. Bei diesem Kampf eben gegen Killer Bill, ich habe seinen Namen vergessen, wo man auf seinen Körper lang gelaufen ist und diese ganzen Tasten drücken mussten, musste man ganz schnell diesen Kreis drücken. Und ich musste erstmal realisieren, dass da was war. Und dann war ich aber schon tot. Ich habe trotzdem noch auf diese Kreistasten gedrückt, aber es war irgendwie zu wenig oder so. Und dann musste ich hier ab der Straße da wieder neu machen. Also diesen kleinen Abschnitt, wo er dann den Laser hat, ja. Und deswegen, aber ich, weißt du, hätte man übrigens in dem Körper von ihm sterben können, dann wäre ich dann ein paar Mal gestorben. Einfach, weil das mit den Tasten auch ein bisschen scheiße war. Oh Mann, das war so gemein. Weißt du, man sieht das, muss erstmal realisieren, welche Taste, und dann ist das schon wieder um mit der Zeit. Das ist echt schwierig. Isao Karasawa. Schöner Name. Wow. Oh, ich muss mich nochmal strecken. Das Projekt ist jetzt auch vorbei. Sehr schön. Oh, ich habe auf jeden Fall noch... Cosplayer ist cool. Ich habe auf jeden Fall noch viel mehr geplant. Also, ich hoffe auch, dass ein bisschen mehr Abwechslung jetzt kommt auf meinem Kanal, nicht auf meinem Let's Play. Weil ich hatte jetzt, glaube ich, die ganze Zeit nur Lollipop Chainsaw und dann nebenbei ein Part von diesem Underhell und ein Sims-Part.
Kann man auf jeden Fall besser machen. Muss ich jetzt die ganze Scheiße hier angucken? Ich möchte das irgendwie nicht. Geh mal weg hier. Danke, die sind zu Hause angekommen. Nein, Wald kommt. Okay. Nein, zu Hause. Yay, ihr Schiefmann freigeschaltet. Haus gefunden. Der Kleine muss draußen bleiben. Nee, kommt trotzdem mit rein. Oh mein Gott. Mom, I'm home. Mama, your lover boy is back. Everyone, where were you? You were supposed to be home hours ago. Mom, I have someone I want you to meet. Mrs. Starling, hi, I'm Nick. Oh, you're Juliet's friend. Mom, what's wrong? Juliet? Come on in, everyone. Time for dinner. Holy mother, oh! And by dinner, I mean you.